Wir befinden uns hier im Pressezentrum im Dortmunder Schauspielhaus am Rande des Sparkassen-Chess-Meetings. Aber am Rande dieses Großmeisterturniers findet auch ein Amateur-Open statt, das A-Open im Rathaus, nur ein paar Meter von hier entfernt. Da hat es heute einen technischen Betrug gegeben, einen Handybetrug. Bei mir steht der Schiedsrichter im A-Open, Christian Goldschmidt. Es handelt sich um einen Spieler, der, sag ich mal, vorverdächtigt wurde, schon Wochen im Vorfeld dieser Veranstaltung, Jens Kotaini. Er wurde heute des Betrugs überführt, kann man das schon sagen, oder bewegen wir uns da noch auf einem sehr dünnen Eis? Das müssten eventuell Juristen beurteilen, wie weit wir da Beweis herbeigeführt haben. Vielleicht haben wir nur weiter noch Indizien verdichtet, wie man das auch immer sagen möchte. Für uns hat es gereicht, ihn heute zu disqualifizieren. Er ist gestartet in dieses Turnier mit 7-7. Nun handelt es sich um ein Amateur-Open. Da ist die Leistungsdichte natürlich nicht ganz so hoch. Trotzdem hat auch mit Eckhard Schmidtil einen renommierten Großmeister hier aus Dortmund geschlagen. Heute Vormittag die 8. Runde. Da ist er noch während der Partie des technischen Dopings, so nennen wir es mal, überführt worden. Wie ist das Ganze vonstatten gegangen? Jo, also wir hatten den Spieler Kotaini von Anfang an ein bisschen unter Beobachtung, weil es ja einige Gerüchte im Vorfeld gab und wir waren uns auch nicht sicher, ob wir ihn starten lassen sollen, eben auch deshalb, weil wir befürchten mussten, dass es eventuell schlechte Stimmung gibt unter den Mitspielern etc. Wir haben uns dann doch entschieden, ihn starten zu lassen. Prinzip Unschuldsvermutung? Richtig, eben weil alles sich nur im Bereich von Vermutung bewegt. Aber wir waren dennoch halt alarmiert. Wir haben gesagt, wir schauen uns das an. Und das haben wir auch gemacht. Wir haben es mehrere Runden intensiv beobachtet. Die Partien wurden im Nachhinein allgemein begutachtet. Man stellte natürlich wieder mal fest, dass sich alles sehr viel mit, also sehr viel Übereinstimmung mit Houdini-Zügen in allen Partien da war. Und wir hatten nach ein, zwei Runden der Beobachtung einen relativ konkreten Verdacht. Der Verdacht sah so aus, dass wir der Meinung waren, er würde irgendwie in seiner Hosentasche mit irgendeinem Gerät, irgendeine Übertragung machen. Und es war halt sehr auffällig, dass halt die Hand ständig in der Hosentasche war, nach jedem Zug in die Hosentasche ging und auch selten wieder rauskam. Und dann haben wir halt gestern ihn gebeten, uns mal zu zeigen, was sich in der Tasche befindet. Das hat er auch gemacht, ganz bereitwillig, und es war in der Tasche ein ausgeschaltetes Handy. Was ja noch nicht schlimm ist in dem Fall. Ist in dem Fall toleriert, also ausgeschaltetes Handy darf jeder bei sich behalten. Dennoch haben wir ihn gebeten, heute dieses Handy vor der Runde beim Schiedsrichter abzugeben. Auch das hat er dann gemacht. Und dann spielte ein bisschen der Zufall mit rein. Also während der Schiedsrichter das Handy dann ablegen wollte, machte es plötzlich ein Vibrationsgeräusch. Obwohl ausgeschaltet. Obwohl es ja ausgeschaltet ist. Und stellte sich heraus, dass wenn man an der Seite irgendwie eine der Lautsprechertasten oder irgendwie plus minus rechts links, ich weiß nicht, was die jetzt genau bedeuten, aber wenn man an dieser Tasten drückte, dann gab es halt plötzlich ein Morsesignal, Vibrationssignal, was man so nicht wahrnimmt, nur wenn man es in der Hand hält. Und was darauf schließen lässt, dass es sich um einen Code handelt für die Fernschachnotation, wie auch immer, Morse-Alphabet. Genau. Also wir gehen jetzt davon aus, dass dieses nachträglich installierte App in irgendeiner Form trotz ausgeschaltetem Handy kommuniziert hat mit irgendeinem externen PC und dass über diese Art Übertragung stattfindet in die eine Richtung, dass er seine Züge über die Art überträgt und andererseits auch empfängt. Wie war die Reaktion vom Spieler Jens Kotaini? Verhalten, möchte ich mal sagen. Also keine Empörung. Es war mehr, leichtes Dementi, schwaches Dementi, würde ich das mal sagen. Wie ist es dann weitergegangen? Er hat die Partie ja noch zu Ende gespielt. Wir haben die Partie zu Ende spielen lassen. Also die Partie heute in der Runde wurde noch zu Ende gespielt. Die heutige Partie endete relativ fix Remis. Also da hatte er nun definitiv dieses Handy nicht in der Tasche und andererseits hatte er 1,5 Punkte Vorsprung schon, deshalb kann es auch sein, dass das Turnier taktisch Remis war, aber die wurde halt relativ früh Remis gegeben, die Partie. Und die 9. Runde findet mit oder ohne ihn statt? Ja, die findet ohne ihn statt, also wir haben ihn definitiv disqualifiziert. Also für uns reicht jetzt diese Indizienlast, möchte ich mal sagen, aus, zu sagen, wir sprechen eine Disqualifikation aus.
Nun gab es ja in der vorletzten Ausgabe, glaube ich, von Schach, der Schachzeitung, auch eine Stellungnahme von ihm. Da hieß es sinngemäß, dass man ihm den Betrug niemals würde nachweisen können. Also er hat nie einen Betrug geleugnet oder von sich gewiesen, sondern ja explizit gesagt, man würde ihm das nicht nachweisen können. Ist das jetzt vielleicht diese schmale Gratwanderung oder könnte das jetzt wirklich in dem Fall das Indiz sein mit diesem Handy? Naja, also ich sag jetzt mal, das klang sicherlich für alle, die es gelesen haben, ein bisschen komisch. Also ich sag mal, wenn ich unschuldig bin und werde beschuldigt eines Betrugs, dann sage ich nicht, man wird mich nie erwischen, sondern dann würde ich sagen, ich bin unschuldig. Aber das ist natürlich ein sehr merkwürdiges Verhalten. Hat aber in dem Moment für, keine Rolle gespielt jetzt. Also eine letzte Frage noch zu Jens Kotaini. Wie war dann seine Reaktion, als er erfahren hat, dass er auch wirklich disqualifiziert wird? Relativ ruhig. Also wie gesagt, keine große Empörung, kein Theater. Relativ ruhig. Gewisse Überraschung, Enttäuschung, wie auch immer man das deuten mag, aber wie gesagt, relativ ruhig.